Herzlich willkommen, liebe Modellwarenfreunde, bei den X-Train-Themenwelten. Heute möchten wir uns wieder mal mit dem Modell- und Landschaftsbau befassen. Sie sehen es bereits schon hier vor mir liegen. Ich habe ganz, ganz viele Utensilien und möchte Ihnen dabei auch Produkte vorstellen, die wir in unseren, auf unseren Webseiten haben und auch anbieten. Was machen wir? Wir machen hier, Sie sehen hier vor mir eine Hartschaumplatte. Das ist eine Hartschaumplatte, Modellbau-Hartschaumplatte von Busch. Ich tue es nochmal so rein. Damit kann man also Untergründe modellieren und ausarbeiten. Und da habe ich mir schon das Stichwort und die Kugel gegeben. Wir wollen ja hier eine Landschaft drauf machen. Es sieht natürlich noch ein bisschen eckig aus und unförmig. Also so kann man zwar auch eine Landschaft machen, das wollen wir aber nicht. Ich möchte Ihnen demonstrieren mit verschiedenen Produkten, was wir hier also machen können. Wir verwenden Produkte heute von Woodland. Wir haben ein Beflockungsgerät, den Static King, dabei, mit dem wir dann also auch die Wiesen und die Bepflanzung machen werden. Das Gerät erkläre ich Ihnen dann noch genau. Was auch ganz toll ist von Woodland, dann gibt es auch noch einen kleinen Staubsauger. Sie werden das kennen, liebe Zuschauer. Sie müssen ja die überschüssigen Grasfasern absaugen. Und da haben die Jungs dann ein bisschen mitgedacht. Die gibt es batteriegetrieben, also finde ich ganz gut. Erkläre ich dann auch noch. Dann haben wir, wie gesagt, verschiedene Grasfasern in verschiedenen Schattierungen von Woodland. Wir haben das schon ein bisschen auseinandernehmen müssen, damit es dann bei der Demonstration schneller geht. Ich zeige Ihnen das mal. Es gibt also verschiedene Grasfasern, dunkelgrün, mittleres Grün und diese verbrannte Wiese, die wir Ihnen dann auch zeigen werden. Des Weiteren verwenden wir Produkte, um die Landschaft und auch die Wiesen zu gestalten, von Vollmer. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier, die sogenannte Steinkunstpaste. Der Vorteil dieser Paste ist, sie ist 95% mineralisch. Das heißt also, hier ist so gut wie gar keine Chemie drin. Das Einzige, was ein bisschen chemisch wirkt, ist der Kleber. Das Schöne ist, die Paste wird in verschiedenen Verpackungsgrößen geliefert. Wenn man reinschaut, ich zeige Ihnen das mal, wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir sind ja hier wie im Kochstudio. Es sieht also erdfarben aus. Man kann sie teilweise so schon lassen. Mit dieser Paste kann man natürlich ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Unter anderem kann man Landschaften formen, man kann Felsen bauen, man kann aber auch diese Paste zum Verkleben der übrigen Steinkunstprodukte von Vollmer nehmen. Das heißt also Straßenpflaster etc. Das finden Sie ebenfalls bei uns auf den Seiten oder Steinmauern, Seitenbegrenzungen und so weiter. Das kann man alles mit diesem verkleben. Wie gesagt, Vorteil ist 95% mineralisch. Es ist ein ganz feiner, feinkörniger Sand. Und wenn Sie das dann aufbringen, Sie werden es dann auch sehen, es sieht unheimlich gut aus und auch sehr natürlich, der Untergrund. Dann kann man natürlich den Untergrund nicht so lassen. Sie wissen ja, wie im wirklichen Leben, es gibt verschiedene Farben. Auch mit denen werden wir heute teilweise arbeiten. Das sind auch Produkte von Woodland. Das sind flüssige Farben, mit denen man die Pasten sozusagen abtönen kann. Ist also auch eine wunderbare Geschichte. Wir haben also eine, die werden wir nachher übrigens nehmen. Die gibt es aber auch in Grau. Auch die werde ich dann mal kurz einsetzen. Also man kann mit diesen Farben also wunderbar auch diesen pastösen Untergrund von Vollmer Steinkunst entsprechend abändern. So, auf der anderen Seite für die Begrasung und für die Begrünung haben wir hier zwei Produkte, die Sie also bereits schon von Thorsten Ströwer kennen. Das sind ebenfalls Abtönpasten und Farben auf Acrylbasis. Diese werden wir dann für diese etwas Savannenwiese nehmen, die wir dann noch ein bisschen abtönen werden. Und das werden wir für das satte Grün neben dem Flusslauf ausgetrockneten mal zeigen. Wie gesagt, es geht hier nur um die Demonstration. Wir wollen Ihnen also hier keine fertigen Sachen vorbauen, sondern einfach nur zeigen, wie man es einsetzt. So, jetzt sind wir bei diesem tollen Block. Ich muss ihn noch mal ein bisschen vorrücken. Die Kamera muss das noch mal ein bisschen einfangen. Also diese Platte ist bei Busch erhältlich, diese Modellbauplatten. So, und die wollen wir natürlich jetzt ein bisschen bearbeiten, damit das also wie Gelände aussieht. Dazu gibt es einen entsprechenden Hobel, mit dem ich sozusagen die Platte
bearbeiten kann, also verschiedene Vertiefungen reinbekomme, Kanten glätten und so weiter. Zuvor muss ich das natürlich mit einem Cuttermesser schneiden. Das lässt sich ganz einfach machen. Ich mache es mal einfach mal, zack. Also Sie brauchen noch nicht mal viel Kraft. Viele kennen das vielleicht sogar früher von Blumengestecken. So ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Es ist also auch ganz leicht, das Material. Und zum besseren Ausarbeiten und zum genauen Finish sozusagen des Untergrundes gibt es noch verschiedene Feilen, mit denen man also ebenfalls dieses Gelände wunderbar bearbeiten kann. Und all diese Produkte kriegen Sie bei uns. Muss ich jetzt dazu sagen, Sie müssen also nicht sagen, Gottes Willen, der hat ja einen Haufen Werkzeug, da muss ich im Baumarkt. Nein, das müssen Sie nicht. Das bekommen Sie alles bei uns. So, wir wollen es ja auch schließlich perfekt machen. So, jetzt haben Sie erstmal so einen kleinen Querschnitt bekommen. Erster Arbeitsschritt ist, wir wollen dieses Gelände etwas ausformen. Ich nehme jetzt mal einen Stift, liebe Zuschauer. Wenn man klein anfängt, sollte man auch einen kleinen Stift nehmen. Und wenn man groß anfängt, sollte man einen großen Stift nehmen, hat man mir gerade gesagt. So, ich zeichne jetzt mal so ein bisschen vor auf diesem Gelände, was ich denn eigentlich haben will. So, das sagt noch gar nichts, aber hier kommt das satte Grün. Hier kommt der etwas ausgetrocknete Flusslauf oder Wanderweg oder was weiß ich, was wir da drauf machen werden. Und hier kommt die Savannenlandschaft. Das muss ich jetzt ausarbeiten und die Gelände ein bisschen glätten und bearbeiten. Jetzt muss ich allerdings auch anzeichnen. Das ist also auch ganz wichtig von der Seite hier. Ich nehme es mal ein Stückchen hoch, weil es soll ja abschüssig sein. Eine etwas kleinere Vertiefung und das Ganze soll ja nach unten abfallen. Also arbeite ich das mal hier hinten, ich drehe es mal um, zu einer großen Fläche aus. Ja, dass ich also ungefähr, das sollte man schon vorher machen. So, und jetzt kommt unser Cuttermesser ins Spiel. Wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen schneiden. Also setze ich hier oben etwas flacher an. Ich gehe ungefähr hier rein. So, und ziehe das so ein bisschen so wie das ist, mit einer etwas langen Klinge, bis nach unten an die Stelle, an die tiefe Stelle, wo ich hin will, runter. Das gleiche mache ich dann hier drüben. Ich muss also erstmal hier ein Stückchen, warte mal, ich muss das, ja, die Kamera sieht es jetzt, ich sehe es nicht, ich kann es nur auf dem Vorschau-Monitor sehen, hier einschneiden und dann hier wiederum ansetzen. Das Messer ganz locker durchziehen, wiederum hier ein abfallendes Gelände zu machen und das Ganze bis zur Talsohle durchschneiden. So, das sind also meine Grenzen. Jetzt kann ich natürlich das Messer nochmal nehmen und hier der ganzen Sache etwas nachhelfen. Und schneide hier einfach so ein paar Stücken raus, um das Schneiden mit dem Hobel mir zu erleichtern. So, und jetzt tun wir einfach hier die Sachen etwas rausbrechen. Muss ja nicht ganz eben sein. So. Und das mache ich jetzt fertig. Und wenn ich fertig bin, geht's weiter. So, liebe Modellmann Freunde, jetzt habe ich mit dem Cuttermesser meine Schlucht hier ein bisschen ausgearbeitet und herausgeschnitten. Ich glaube, so sieht man es besser. Und jetzt können wir an die Feinarbeiten gehen. Denn das kann ja so nicht bleiben. Es sieht ja auch noch recht zackig und eckig aus. Und da kommt wieder unser Hobel ins Spiel. Ich kann jetzt hier ein bisschen so die Oberfläche ein bisschen glätten, je nach Struktur, was ich gerne hätte. Gehe auch über die Kanten, um einen schönen Übergang zur übrigen Fläche zu haben, weil ich mir das so vorgestellt habe. Dieser Hobel leistet wirklich gute Arbeit. Ups, jetzt habe ich mir den Dreck hier drauf gehauen. Auch das kann passieren. So, und letztendlich haben wir dann, wenn wir das dann geglättet haben, einigermaßen
und diese etwas rumpelige Struktur lassen. Sie werden auch sehen, das sieht dann sicherlich auch recht plastisch aus. So ein bisschen ausgearbeitet. Es sieht aus wie beim Italiener, wenn ich Parmesan auf die Spaghetti mache. So. So sieht es also aus. Ich habe jetzt, ja, ich zeige es mal so, einen etwas rumpeligen Bachlauf oder Wanderweg oder was man sich vorstellt oder machen möchte an der Stelle. Jetzt werde ich natürlich, jetzt müsste man natürlich die Seiten mitbearbeiten, aber das brauchen wir an der Stelle nicht, weil wir haben ja hier unsere Vollmer Steinkunst und wir tragen diese mineralische Paste jetzt auf diese Fläche auf. Dazu macht sich immer ein Spachtel ganz gut oder aber man nimmt einen Pinsel. Das ist also relativ einfach. Nun hatte ich ja gesagt, hier drüben wollten wir eine satte grüne Wiese hinmachen. Das heißt also, ich würde hier erstmal auch um diese Struktur oder um diese Wiese richtig wirken zu lassen, das Ganze etwas abtönen. So, da haben wir natürlich Abtönfarben da und da würde ich jetzt einfach mal so ein kleines Behältnis nehmen und etwas Paste, Steinkunstpaste, die übrigens wasserverdünnbar ist, hat aber auch Problem an sich. Es muss dann natürlich lange trocknen, ne? 24 Stunden bis 24 Stunden, je nach Temperatur in dem Gebäude, wo Sie arbeiten. Noch ein bisschen dazu. So, jetzt werden wir das Ganze mal abtönen. Wir nehmen also hier von AK diese Abtönfarbe, diese recht dunkle Erdfarbe. Jetzt haben wir den Vorführeffekt oft benutzt und fest verklebt. So, jetzt werde ich etwas von diesen, da habe ich was anderes, hier von dieser Abtönpaste hineintun. Um also eine schöne dunkle Erdstruktur zu bekommen. So, das beiseite. Dann wird das Ganze natürlich schön gemischt. Wir machen das ja live. Und damit habe ich schon, Sie werden es gleich sehen, einen wunderbar pastösen Untergrund mit einer wunderschönen dunkelbraunen Erd, dunkelbraun-graufarben. Hat auch den Vorteil, liebe Zuschauer, weil die Grasfasern, die wir dann gleich drauf machen werden, also wunderbar auch zur Geltung kommen. Ja, Sie sehen das schon, ich halte es mal hier rein. Sieht also richtig klasse aus schon. So will ich es haben. Man kann es jetzt natürlich je nach Geschmack und was weiß ich noch ein bisschen anders machen. Aber das sollte jetzt erstmal fürs Erste an der Demonstration genügen. So, wir hätten jetzt natürlich auch können eine andere Farbe nehmen. Die Abtönpasten hatte ich Ihnen ja vorgestellt. Grau bzw. diese Farbe. Bloß die will ich dann hier in der Schlucht einsetzen. Das soll so ein bisschen ausgewaschener Weg sein. So. Jetzt bringe ich diese Paste mit Hilfe eines Pinsels auf diese Fläche auf, wird also aufgestrichen. Man kann, wie gesagt, aber auch einen Spachtel nehmen. Aber Sie brauchen ja auch keine Vorsicht walten lassen. Es kann ruhig ein bisschen wild aussehen, denn auch in der Natur ist es ja so, dass die Untergründe ja nicht so genau sind. Und damit kriegen wir auch schon eine schöne Erdstruktur. Ich glaube, Sie sehen das auch schon. Die Farbe ist etwas sonderlich, aber es ist ganz einfach so. Wir streichen das jetzt mal hier so auf, schön an die Ränder, schön breit. Jetzt verrate ich Ihnen mal was. Ich mache das erste Mal. Habe aber gelernt bei Thorsten Ströver, den ich an der Stelle gerne grüßen möchte. Ich hoffe, er ist mit mir zufrieden. Der heute leider nicht hier sein kann, um uns das zu zeigen. Aber ich habe mir eine Extrastunde beim Thorsten genommen und er hat gesagt, du schaffst das. So, also, so sieht das dann aus. Wir bestreichen jetzt die Fläche fertig mit diesem Untergrund. Und
lassen ruhig ein paar Puckel stehen. Jetzt saue ich hier dem Stefan das Studio voll. Er guckt mich schon böse an. Da muss er jetzt durch. So, jetzt haben wir den ersten Schritt schon geschafft. Wir haben hier für unsere satte grüne Wiese sozusagen schon den Untergrund geschaffen. So einfach geht das. Bevor wir jetzt die nächste Paste aufbringen, müssen wir erstmal den Pinsel auswaschen. Und ich mische die nächste Paste an, die wir jetzt brauchen. Und zwar wollten wir ja diese Schlucht in einem etwas gelblichen Ton machen. Dazu, wie gesagt, nehmen wir jetzt zum Abfärben von Woodland diese Colorpaste. Ich habe hier wieder einen schicken Becher und fülle das Ganze wieder mit der Steinkunstpaste aus von Vollmer. In der Hoffnung, dass ich nicht zu wenig reinmache. Jetzt kleckere ich hier noch rum. So, sieht das also aus. Und das färben wir jetzt mit diesem Colormittel ab. Ja. So, Deckel auf. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Yes. Und jetzt füllen wir diese etwas hellere Farbe ein. Wir wollen ja da auch einen kleinen Unterschied sehen und ihn demonstrieren, dass man so allerlei Produkte nehmen kann, um also die Untergründe auch verschieden farblich hinzubekommen und das Ganze also auch sehr natürlich aussehen zu lassen, was Ihnen natürlich mit dieser Paste von Vollmer, Steinkunstpaste, auch sehr gut gelingt, weil es wirklich sieht aus, körnig aus, als wenn man wirklich vor einer gerade frisch gepflügten Acker steht. So. Man kann diese Farbe natürlich aber auch zum Dekorieren oder Gestalten extra einsetzen. Also man muss das jetzt nicht mit Pasten mischen. Das sind also ganz normale Farben, die man dann auch nehmen kann, um bestimmte Farbtupfer und Flecken zu setzen. So, ich habe jetzt meinen Flusslauf fix und fertig eingerührt. Dann nehme ich meinen ausgewaschenen Pinsel. Ich habe viele Helferlein im Hintergrund. Das müssen Sie alles zu Hause selbst machen. Aber wir haben hier im Studio ja die Möglichkeit. So, hier würde ich nicht ganz so dick auftragen, weil wir ja auch diese, rausgeschnitzte Struktur ein bisschen erhalten wollen. Also wir tupfen das ein bisschen, verteilen diese Masse wunderbar hier rein. So, klebt auch wunderbar, halt, muss ich festhalten. Ja, es muss jetzt nicht so. So, man kann das also hier wunderbar einbringen. Und so, die Ränder bestreiche ich jetzt nicht. Warum nicht? Weil wir hier die Paste naturell einsetzen wollen. So, da muss ich jetzt bitten, meine Helferlein im Hintergrund den Pinsel schnell nochmal. Wir haben noch einen Pinsel im Studio, wir sind ganz arm, also wenn Sie uns einen spendieren möchten. So, ich gebe den Pinsel mal schnell weg. Und jetzt würde ich ganz einfach mal diese Vollmer Steinkunstpaste ganz naturell nehmen, so wie sie aussieht. Sie hat ja schon einen leicht grauen Charakter, allerdings wird das natürlich nach dem Trocknen heller. Ja, das muss man also dazu sagen. Diese Paste bleibt nicht so dunkel. Auch dann, was wir hier aufgestrichen haben, das wird beim Trocknungsvorgang noch ein klein wenig heller. Aber wir können uns also auch ein bisschen Zeit lassen. Es trocknet nicht so schnell, das möchte ich dazu sagen. Nicht, dass Sie denken, was macht er jetzt? Das trocknet und beim Begrasen fallen die Dinger runter. Nein, das wird nicht passieren. So, wir werden jetzt diese Ufer-Sache etwas bearbeiten. Das heißt also, ich würde erstmal die Vollmer Steinkunstpaste
die wir hier zum Geländebau mal nehmen, die man auch zu anderen Sachen einsetzen kann, einfach mal aufbringen. Das kann man natürlich dann wunderbar nehmen, um zum Beispiel auch Felsen zu gestalten, Klumpen hinzulegen. Ist eigentlich eine gute Idee, die mir gerade kommt. Was halten Sie davon, wenn wir jetzt ganz einfach hier mal so einen kleinen Felsen hier reinlegen? Der ist einfach da so drin und auch hier. So, und jetzt bringen wir die restliche Steinkunstpaste hier auf. So, ich werde die hier mal rausmachen. So, und werde die jetzt mal hier entsprechend verteilen. So, dass wir also auch einen tollen Untergrund bekommen. Gehen jetzt mal an diese Ränder ran. Sie werden dann auch sehen, wenn wir das beflocken mit den unterschiedlichen Gräsern, müssen wir natürlich auch bestimmte Bereiche abdecken. Das können Sie sich ja denken. Wir wollen ja also hier verschiedene Untergründe haben. So, damit wären wir eigentlich schon so gut wie durch. Wir tun das also hier mal ein bisschen aufstreichen. Kann ruhig wild aussehen, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Landschaft ist ja eigentlich nie eben toll und geformt, wenn das auch manchmal so von Menschenhand gemacht wird. Aber wir wollen ja hier Ihnen zeigen, dass das eigentlich auch ganz anders geht. Werden wir hier noch mal ein bisschen was aus der Landschaft klauen, weil es so. Jetzt haben wir also hier die Sachen fertig und somit den Kleber aufgetragen. Diesmal Vollmer Steinkunst. Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Material, lässt sich sehr gut verarbeiten. Sie sehen das auch, ist sehr streichfähig und vor allen Dingen zu 95% mineralisch. So, das ist eine Schnellvorführung. Jetzt sind wir soweit fertig und jetzt könnten wir rein theoretisch anfangen, unser Gelände zu beflocken. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir hatten Ihnen ja vorhin diese drei verschiedenen Gräser gezeigt. Wir fangen mit einer kurzfaserigen Geschichte an, und zwar mit der Farbe Ocker. So, dazu müssen wir Folgendes machen. Hier gibt es ein Kontaktgerät. Sie wissen ja, wir arbeiten jetzt mit Strom. Das setzen wir einfach mal hier rein an diese Stelle. Dann müssen wir von dem Gerät aus, dem Stecker, die Erdung machen. Zack. So, jetzt muss ich das Ganze mal ein bisschen, jetzt wird es kompliziert, dass es die Kamera auch richtig sieht und kein Kabel im Wege ist. So, halt meine Steinsbrocken. So, dann haben wir hier dieses Gerät. Wir haben es bereits mit der kurzfaserigen gelben Faser bestückt. Ja, von Woodland. Der Static. Und das Ganze wird betrieben mit einer 9-Volt-Block-Batterie, die also drin ist. Jetzt muss ich das ganze Gerät nur noch einschalten. Und jetzt kann ich, wenn alles klappt, die erste Schicht aufbringen. Machen wir natürlich das Problem. Ich nehme es jetzt mal aus dem Bild. Ich kann es auch woanders hinsetzen. Es muss ja nicht gerade dastehen, weil die ganze Untergrund ist ja feucht. Ups, jetzt ist mir das Kabel abgegangen. So, wieder dran. Und natürlich hier noch erstmal so einen gewissen Grundcharakter. Zack, das war's schon. Jetzt würden wir mal die Farbe wechseln. Jetzt gehen wir auf ein Mittelgrün. So, liebe Zuschauer, jetzt machen wir, wie gesagt, die etwas dunklere, mittelgrüne Färbung drauf. Und jetzt wird es ganz wichtig, die Flächen, die wir also nicht beflocken wollen, mit einem Papier einfach abzudecken. Ich mache das jetzt mal ganz einfach so.
weil das wäre ja doof, wenn plötzlich in unserem gelben Flusslauf da Wiese ist, die, wo ich es nicht hinhaben will. Das reicht also völlig zu. So, Sie sehen also hier wunderbar, wenn wir das Mittelgrün von Woodland drauf machen, sieht schon richtig toll aus. Ne? Sie sehen auch wunderbar die herausgearbeitete Struktur von mir. Das heißt also, diese Geländeform nimmt also richtig Form an. Wir haben jetzt die Uferböschung ein bisschen abgedeckt, weil wir hier ein bisschen graue Farbe aufbringen wollen noch, also Felsmöglichkeiten oder Steine oder was auch immer. Und wir wechseln jetzt ins Dunkelgrün. Wir wollen ja eine richtige, satte, grüne Wiese hier drüben hin machen. So, jetzt machen wir unsere satte Wiese perfekt. Nochmal zur Erinnerung, wir haben mit einer gelben Phase angefangen. Das sieht man auch durch. Wir haben also etwas hellere Flecken. Wir haben jetzt ein Mittelgrün genommen von Woodland. Und jetzt nehmen wir natürlich ein sattes, dunkles Grün. Das werde ich natürlich nicht ganz durchziehen, weil das ja in der Natur auch nicht so ist. Da gibt es auch mal hellere Flecken. Ich werde also einfach nur mal so ein bisschen an den Rändern ein bisschen was verteilen. Ja, wo man also sieht, dass das Ganze hier, so, damit kann ich dieses Finish herstellen. Und Sie haben auch gesehen, an den Flecken, an denen ich hier gearbeitet habe, ist sofort das dunklere Grün zu sehen. So sieht es also aus, wenn man mit Woodland-Produkten arbeitet. Ich finde, es lässt sich sehr gut machen. Und in Verbindung mit der Vollmer Steinkunstpaste diese schöne, ungleichmäßige Erdstruktur hinbekommen. Also ich finde, das lässt sich eigentlich sehr, sehr gut machen. Ich hatte Ihnen auch vorhin gezeigt, dass wir ja einen Staubsauger haben. Den werden wir aber erst zum Schluss einsetzen. Lassen Sie mich erst mal ein bisschen die Farben hier machen. So, was wir machen können, ist jetzt natürlich, wir können an dieser Uferböschung noch ein bisschen Grün reinlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob wir noch was da haben. Ja, dass wir also nicht diesen ganz satten Übergang bekommen. Man kann jetzt natürlich auch noch mit anderen Farben arbeiten, aber wir lassen es mal bei Grün, dass ich hier so die Ränder leicht angehe. So, um also auch diesen Übergangsbereich zu dem Fluss wunderbar hinzubekommen. Und jetzt kann ich hier noch Pflanzen oder andere Sachen anbringen. Wir haben dazu auch ein ganz wunderbares Produkt da von Martin Wehlberg und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Manche werden es schon kennen. Das ist, ja, das nennt sich Sommer. Das sind kleine Grasbüschchen, die sind auf einem Trägermaterial, ich zeige es nochmal rum, aufgetragen. Und diese Grasbüschchen, hier dürfen Sie mal richtig rausrupfen, Gras rupfen. Und das macht man einfach mit einer Pinzette. So, man kann jetzt natürlich diese Grasbüschel in diese feuchte Klebebindeschicht der Vollmer Steinkunst bringen. Aber wir haben auch noch was anderes da und das sollte man eigentlich nehmen. Man sollte entweder einen Weißleim nehmen. Das ist hier also ebenfalls von Woodland. Eine wunderbare Weißleim-Mischung, die man dann einfach hier oben aufdreht. So, und dann kann man Klebepunkte setzen. Oder wenn es ganz schnell gehen soll, nimmt man einfach alles Kleber. So, hier ein Punkt, hier ein Punkt, zur Demonstration, hier ein Punkt und jetzt hier noch ein Punkt. Oh, das war ein bisschen viel. Gut, aber keine Bange, liebe Zuschauer, das ist Weißleim, der wird dann nach dem Trocknen klar. So, jetzt nehme ich einfach eine Pinzette. Suche, ups, da fliegt der schon runter. Kann ich also jetzt hier mit Grasbüscheln, mal festhalten, das ist etwas schwierig, so, zupfe ich mir hier einfach mal so etwas ab. Ups, jetzt kommt ein bisschen viel, das wollte ich nicht. So, ich zeige es Ihnen nochmal mit der Pinzette. Und jetzt kann ich natürlich hier wunderschön diese Böschungshang mit etwas verzieren. Ich zeige es gern nochmal hoch. Ein bisschen so ins Relief. Ja, man kann also jetzt so diesen Übergang wunderbar machen. Ja? Und von Martin Wehlberg haben wir natürlich auch noch andere Produkte bei uns im Programm. Es gibt also vielerlei Sachen. Es gibt ja auch Grasbüschel,
die wie eine alte Wiese aussehen, eine verlotterte Wiese. Also wie gesagt, man kann sehr, sehr viel machen mit den Produkten und wir wollen Ihnen ja auch nur zeigen, wie es geht. So, jetzt haben wir hier den Flusslauf, den lassen wir mal in Ruhe. Jetzt machen wir die Savannenlandschaft. Dazu ist es notwendig, dass Sie, oder besser gesagt, wir wollen die Savannenlandschaft so machen, dass die auch noch ein paar grüne Oasen hat. Ja, also die ist ja nicht ganz gelb unten, sondern wir wollen einfach Ihnen mal diesen Farbtupfer zeigen, wie das geht. Und das geht folgendermaßen. Jetzt brauche ich das Begrasungsgerät nochmal mit Gelb. Und ich decke dabei die Seite mal ein bisschen ab, weil wir wollen ja die Flusslandschaft so lassen, wie sie ist. Und machen jetzt ein bisschen Gelb. Bevor wir aber Gelb machen, zeige ich Ihnen erstmal oder muss ich Ihnen ja erstmal zeigen, sollte man vorher schon die Grasbüschchen, die man also verteilen möchte, vorher ankleben. Ja, ich mache das mal so ein bisschen, weil ich hier eine größere Fläche machen möchte. Und hier noch eine. Wie gesagt, alles nur zur Demonstration. Wir machen hier keine fertigen Dioramen, nur dass Sie sehen, wie das geht. So, jetzt nehme ich wieder meine Pinzette und reiße einfach von dem Trägermaterial meine Grasbüschchen runter, die ich einfach hier aufbringe. Und das müssen Sie vorm Begrasen machen. Das ist ganz wichtig. So, ziehen wir noch mal ein bisschen. Ups. So, ein bisschen andrücken. Jetzt haben wir hier vorne noch. Die hat sich auch schon was gelöst, dann nutze ich das gleich. Ich setze einfach die Wiese auf, aber keine Bange. Nach dem Begrasen gibt es einen kleinen Staubsauger, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und da kann man die Grasfasern absaugen, die also keinen Klebstoff abbekommen haben. Ich wollte hier vorne gern noch schnell. Jetzt gehe ich mal hier drunter. So, nochmal etwas Grasbüschel machen. In der Savanne ist es ja so, da ist wahrscheinlich noch eine Wasserstelle. Da sind die Geier noch nicht überall hingekommen. So, so sieht es also aus, dass wir so kleine grüne Oasen geschaffen haben. Und jetzt kommt der Knaller. Jetzt machen wir den Farbkontrast mit Gelb. So, jetzt hauen wir hier einfach die gelbe Wiese drauf. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ach so, wir müssen ja erst den Kontakt herstellen. Sind im Eifer des Gefechts, passiert auch mir. Ich stelle es mal auf die... Na, ich muss es doch hier herstellen, weil... So, haben wir es eingeschaltet, ist es. Und jetzt fangen wir an, das Ganze richtig gelb zu machen. Ups, jetzt muss ich das ein bisschen festhalten. Es klappert etwas hier. Ist nicht so toll für den Kameramann. Ich habe schon die bösen Blicke gerade gehabt im Nacken. Ah, so sind sie. So, Sie sehen also, es ist also so eine ausgetrocknete, ausgemergelte Sommerlandschaft. Und hier haben wir uns also vorgenommen, das Ganze nur mit einer gelben Faser zu machen. So, jetzt muss ich mal diesen Massepunkt, woanders hin tun. Und muss natürlich jetzt noch den Rest begrasen. So, das sollte genügen, liebe Zuschauer. Und Sie sehen schon, das sieht ganz anders aus, als was wir auf der rechten Seite gemacht haben. Und bevor wir jetzt mit dem Staubsauger rangehen, müssen wir es erstmal ein bisschen trocken lassen. Und wenn das trocken ist, melde ich mich gleich wieder. So, liebe Modellbahnfreunde, wir haben jetzt unser Gelände etwas antrocknen lassen. Wir werden dann nochmal die einzelnen Arbeitsschritte Revue passieren lassen. Aber Sie sehen jetzt schon vom Ergebnis her, dass das also mit dieser Steinkunst eigentlich eine ganz wunderbare Sache ist. So, wir haben das jetzt antrocknen lassen. Jetzt machen wir das so wie bei, ich mache jetzt mal Reklame, Schäber, ein Fest für Katzen. Jetzt setzen wir noch ein Petersiliensträußchen dahin als besondere Marke. Ich löse hier mal was ab, weil in dieser kleinen Schlucht ist es mir noch etwas zu,
gelb. Da wächst auch hier zum Beispiel am Felsen, den wir jetzt nicht, das ist der Vorführeffekt. Oh, hier musst du drücken, da ist ja unglaublich. So, also wir benutzen wieder unseren Weißleim von der Firma Woodland. Ich halte es nochmal rein, diese Flasche. Wie gesagt, wenn es schneller gehen soll, müssen Sie halt einen Alleskleber nehmen. Der ist dann etwas fixer fertig. Und jetzt setzen wir hier natürlich noch mit rein. Das will ich so haben. So. Wir verzieren jetzt noch. Also man kann jetzt an die Felsen, wie gesagt, auch diesen Bewuchs ransetzen. Lässt sich, wie gesagt, sehr leicht von dem Trägermaterial lösen. Von Martin Wehlberg. Das Ganze nennt sich Sommer. Ich zeige Ihnen das auch gerne nochmal in die Kamera. Auch diese Produkte finden Sie auf Xtrain24. Und damit möchte ich es erstmal sein lassen. Mir war wichtig, als Zusammenfassung Ihnen die Steinkunst von Vollmer vorzustellen. Der Vorteil dieser Paste ist, dass sie zu 95% mineralisch ist. Und der Rest, die restlichen 5% ist also ein Bindemittel, ein Kleber, denn das Zeug muss ja auch irgendwann mal trocknen und haften. Der weitere Vorteil von der Steinkunst ist, es kann sehr universell eingesetzt werden. Man kann damit auch kleine Felsen bauen. Die sehen Sie hier. Ich habe das hier mal angedeutet. Auf eine farbliche Gestaltung möchte ich jetzt erstmal ein bisschen verzichten. Das überlasse ich jedem selber, ob er gelbe, weiße oder blaue oder graue Steine macht. Es ging ja eigentlich bei uns hier erst nochmal ums Prinzip, um Ihnen zu zeigen, was man da machen kann. Der Untergrund ist wunderbar. Man kann ihn also wirklich sehr reliefartig, ich muss mal gucken, wie man das zeigen kann, so ein bisschen. Ja, also Sie sehen auch solche Wellenlinien, Strukturen drin. Es ist nicht ganz eben. So wie es die Natur also bringt, und das kann man also mit dieser Steinkunst von Vollmer also wirklich wunderbar praktizieren, dass man eben hier Strukturen schaffen kann, die dem Vorbild der Natur sehr, sehr nahe sind. Des Weiteren, der nächste Vorteil ist, man kann diese Steinkunstpaste sofort weiterverarbeiten. Das heißt, gegenüber den anderen Untergründen, die Sie zum Begrasen nehmen, müssen Sie das nicht trocknen lassen. Nein, Sie können es sofort begrasen und gemeinsam mit der Steinkunst dann trocknen lassen. Und das ist also auch ein Arbeitszeitschrittersparnis, die Sie da also haben. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Uns hat es gefallen, mir hat es gefallen. Es ist für mich auch das erste Mal gewesen, dass ich damit gearbeitet habe. Und ich denke, wenn ich es kann, können Sie es auch. Ja, dann möchte ich natürlich jetzt abschließend noch ein weiteres Produkt vorstellen. Sie sehen auch, es sind so überall Reste, so ein bisschen von dem Graszeug, das dann auch übrig geblieben ist, weil das, was nicht ganz gehaftet hat. Und das müssen Sie ja auch runterbekommen von dem Gelände. Und da gibt es ebenfalls von Woodland, man beachte es, einen Staubsauger. Ich hatte Ihnen vorhin schon mal gezeigt, das Ding sieht aus wie eine Pistole. Und wird ebenfalls mit einer 9-Volt-Blockbatterie betrieben. Auch dieses Produkt ist bei Xtrain24 erhältlich. Ich nehme es mal auseinander. Sie haben also hier hinten, ich ziehe es mal ab, einmal das Gerät selbst mit einem Schalter, wo man also eine LED anmachen kann. Und wenn Sie den zweiten drücken, hören Sie schon, läuft der Motor an. Und was ganz wichtig ist, hier drin ist ein Sieb, damit Sie sich das nicht in den hinteren Saugbereich sozusagen den Motor verdrecken, gibt es auch verschiedene Größenordnungen von Sieben, verschiedene je nach Faser, die Sie jetzt absaugen wollen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber ich denke, die Kamera wird es hinbekommen. Also ein Sieb ist schon drin, das habe ich Ihnen gezeigt. Ich nehme das mal raus. So, halt, das andere ist drin geblieben. Auch das müssen wir noch rausnehmen. Das entspricht den Fasergrößen, die also angeboten werden. Ja? Das heißt also, hier unten sind die 4 mm, 7 mm und was wir drin haben, sind die 12 mm, für 12 mm Fasern. So, wir haben das also schon eingelegt. Ich zeige es Ihnen nochmal hier. Das ist also für die großen Fasern geeignet. Dann brauchen Sie nichts weiter machen als dieses Röhrchen wieder
aufstecken und am anderen Ende haben Sie diese kleine schmale Saugdüse. Und dann sollte es nach dem Aufstecken wunderbar passieren. Und wir demonstrieren das mal hier vorne an diesen Büschen. Da ist ja diese gelbe Grasfaser mit drauf. Das will ich natürlich nicht haben. Das war nicht Absicht. Ich hoffe, dass die Kamera es bekommt. Oder ich schiebe es mal ein Stückchen vor, dass wir noch ein bisschen näher rankommen. So, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Und jetzt gehe ich also auch nicht zu dicht, sonst reißen sie sich alles wieder raus, weil es ist noch nicht ganz fertig geklebt. So, und da kann ich also, Sie sehen schon, diese überschüssigen gelben Fasern ziemlich zielgerichtet von dem Busch runter machen und schon ist der Busch grün. Und das gleiche kann ich natürlich hier machen. Hier haben wir auch noch einen Flecken. Ich halte mal die Düse dahin, damit der Kameramann das auch sieht. Jawohl, hier sehen Sie auch noch diese Überreste von diesen kurzen gelben Fasern von unserer Savanne. Und jetzt gehe ich also auch hier ganz kurz drüber und sauge. Diesen Faserbereich ab und Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Sie müssen also nicht zukünftig mit Ihrem großen Handstaubsauger draufgehen, was ja sowieso schon gefährlich ist. Nein, es gibt von Woodland dieses wunderschöne kleine Accessoire, wo man also, wenn man kleine Flächen macht, das Ganze auch wunderschön sauber bekommt. So, das war es im Großen und Ganzen, die Produkte, die ich Ihnen heute vorstellen wollte, mit der Vollmer Steinkunst und zum Schluss, wie gesagt, nochmal einen kurzen Blick darauf. Der Fantasie sind dann keine Grenzen gesetzt, liebe Zuschauer. Es war für uns nur eine Demonstration über die Produkte, die wir haben, damit Sie wissen, was man zukünftig da einkaufen kann, beziehungsweise was es alles gibt, was man da so nehmen kann. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht, habe Ihr Interesse wecken können und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Wuttig.